Hallihallo, Hallöchen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Disney Dreamlight. Welly, 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 welly. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute zum 58. Shop- bzw. Mondsteinladen-Update. Ganz genau. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Wir gehen aber erstmal zu Dagobert. Dann gucken wir uns nochmal die alten Sachen an und dann kommen ja die neuen Sachen. Ich bin gespannt, ob es wieder eine Seite wird, 2 Seiten. Oder ob wir auch was vom ersten Sternfahrt nochmal bekommen, wie letztes Mal die Ballons. Genau, es fehlen uns ja noch ein paar Sachen aus den Leaks, zum Beispiel diese Säule, dieser Säulensitz, diese Statue mit diesem Ziegentypen und so weiter. Ein paar Sachen fehlen noch, oder dieser Säulenpavillon oder was das ist. Genau, die Bäckerei fehlt uns auch noch. Also ein paar Sachen könnten wir heute bekommen. Das haben wir alle schon, das müsste ich auch schon haben, ganz genau. Klamotten, wie gesagt, es ist leider nichts da. Niente, niada, nix. Es ist nix da, leider. Bei euch wahrscheinlich auch nicht wirklich. Oh, der ist schön. Oh ja, den will ich haben. Türkisfarbener Bonbon-Teppich. Ja, der ist hübsch. Der ist gut. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich habe auch wieder ein paar Kürbisse angebaut. Nicht viel, aber ich kann mir zumindest wieder etwas hier leisten. Oh, die Tür. Guck mal, wir haben ja wieder eine neue Tür. Ui. Oh, die wären jetzt für den Frozen-Raum schön gewesen. Schön. Tatsächlich glaube ich erstmal eine zweite Tür, die ich hier kaufe. Aber ich habe, glaube ich, auch schon fast alle. Also, ne? Viele dürften mir da nicht fehlen. Nehme natürlich auch noch alles mit, wenn ich es mir leisten kann. Ja, gerade so. Auf Wiedersehen und ja. Mal gucken, ob wir uns überhaupt die Sachen gleich alle leisten können. Ich habe jetzt noch knapp 7000 Mondsteine. Die Tapete habe ich garantiert. Also, die müsste ich garantiert haben. Das wundert mich, dass es die jetzt nochmal gibt. Genau, wir haben jetzt 6460 Mondsteine. Mal gucken, ob es passt. Morgen holen wir uns natürlich ja die Dream Snaps Belohnung ab vor dem Kirmesbild. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Wir machen natürlich ein neues Foto und wir werden abstimmen. Darum lasst gerne ein Abo und Like da, um das nicht zu verpassen. Vielen, 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 vielen Dank. Würde ich mich sehr freuen. Aktuell findet ja noch das Osterfestival statt. Osterevent bis zum 17. April. Genau. Wie gesagt, die Eier gibt es im ganzen Rally. Ich habe gesagt, nur am Hauptplatz. Die blauen Eier findet man tatsächlich überall. Da habt ihr mich korrigiert. Genau. Lady Tremaines Herrenhaus. Das war jetzt von Cinderella, die Stiefmutter. Habt ihr mich auch aufgeklärt. Cooles Haus. Ist sehr klein, sehr schlicht. Ne? Das Restaurantset war richtig, richtig geil. Haben wir, glaube ich, alle gefeiert. Habe ich auch ein Zimmer rausgebaut. So ein Sushi-Restaurant. Guckt euch da auch noch gerne das Video an. Das Körbchen ist leider nur zum Tragen. Fand ich jetzt nicht so den Hit, muss man nicht unbedingt haben für 800 Mondsteine, nur 850 war das. Genau, und das war ja noch ein altes Outfit von vor 3 Vierteljahr oder so. Ne? Ist in Ordnung, genau. Aber das Möbelset war auf jeden Fall das große, große Highlight. Mal gucken, ob wir wieder eine zweite Seite bekommen. Fände ich cool. Fände ich cool. Oder ob wir das von dem ersten Sternfahrt kriegen. Ich bin sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall fehlen noch ein paar der Leaks. Vielleicht kriegen wir heute auch gar kein Haus. Ich glaube, die Bäckerei wird nämlich erst nächste Woche kommen. Da warten auch schon viele drauf. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und was kriegen wir? Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Bestimmt 2, 3 neue Sachen. 2 Seiten. Da haben wir es doch. Da haben wir es doch. Landschaftsbauset. Ach, das ist ein Set sogar. Ach, super. Ach, ich dachte, das wären einzelne Sachen. Ja, darauf habe ich mich gefreut. Das ist sehr, sehr cool. Genau, Prinz Eriks Schiff habe ich schon gekauft. Zeige ich euch gleich. Eins der schwächsten Häuser. Warten aber auch viele drauf. Platin-Mickey. Guck mal. Da ist jetzt sogar mal wieder ein Skin vom alten Sternfahrt tatsächlich. Ich habe ja letztens auch ein Video von allen Skins bzw. Traumstilen gemacht. Hier könnt ihr euch jetzt Platin-Mickey holen. Der war im Sommer Sternfahrt, glaube ich im Mai, Juni, Juli. Genau, 100 Jahre Disney war das. Genau, 2. Seite. Habe ich auch schon alles. Okay, wir kriegen nur eine neue Sache. Jetzt sind sie wieder sparsam. Genau, Palast zeige ich euch alles. Set, königliches Jackett. Ich weiß leider jetzt gerade hier die Preise aktuell nicht. Ich kann sie leider nicht einsehen. Ski-Outfit von Rot, genau, zeige ich euch gleich alles nochmal. Aber erstmal kaufen wir hier Landschaftsbau-Set Herkules. Ich glaube, das waren dann fast schon alle Leaks. Ich glaube schon, jetzt haben wir noch die Bäckerei. Ich glaube, das war's dann mit neuen Sachen. Ab nächster Woche, würde ich fast schon sagen. Genau. Ich würde sagen, zeige ich euch erstmal Prinz Eriks Schiff. Das habe ich auch am Strand stehen. Das Thema ist vom Thema Herkules sogar, ne? Aus dem Universum. Cool. Nochmal eben was essen. Habe ich noch was zu futtern für einen gelben Balken? Sehr gut. So ein bisschen kleiner gelber Balken. Genau, das ist Eriks Schiff. Ich glaube, das oh, hier ist noch ein Ei. Ich glaube, es kostet auch nur 3000, glaube ich. Genau, finde ich eins der schwächsten Häuser. Es ist sehr, sehr klein. Habe ich schon mal gesagt, es wiegt so ein bisschen wie so ein Boot für einen Hasen oder für Buzz oder Woody. Wenn ich mich jetzt da reinstellen würde, wäre ich viel zu groß dafür. Ich finde jetzt auch dieses Grünliche nicht so schön. Es ist in Ordnung, aber ich finde, es ist das schwächste Haus, das man kaufen kann, muss ich leider sagen. Aber man kann es auf Wasser stellen und ein bisschen auf Land auch, genau. Und für den Strand ist es eigentlich ganz cool, finde ich. Ja.
Ne, muss ich auch nochmal weiterbauen hier. Genau, was haben wir denn noch? Die Flügel kann ich euch auch gerne zeigen. Hatten wir auch schon so oft drin. Hatten wir auch schon so oft Rücken. Genau. Das müssten die hier sein, ne? Eisige Flügel waren das, glaube ich. Ja. Bewegen sich so ein bisschen. Sind ganz nett, finde ich. Ja. Aber ich finde, wir hatten auch schon schönere Flügel. Diese transparenten und diese Eisflügel finde ich persönlich nochmal cooler. Also diese anderen Eisflügel, die es mal im Sternfahrt gab. Ist auch ganz nett. Ich glaube, die kosten auch so 1500, 1200, würde ich jetzt grob schätzen. Platin-Mickey kann ich euch auch nochmal gerne zeigen. Ich glaube, der läuft hier sogar noch irgendwo rum. Irgendwo läuft er rum. Ich weiß nicht, ob das jetzt so interessant ist. Ich weiß jetzt auch nicht gerade, wo er ist. Die Suche würde wahrscheinlich wieder stundenlang dauern. Mickey! Okay, ich zeige euch jetzt mal die anderen Sachen. Ist ja eigentlich auch nicht so interessant. Holt euch auf jeden Fall, ist ein ganz schöner Skin. Ja, genau. Dann aber noch das Schloss, das normale. Das ist auch sehr, sehr alt. Das war im ersten Shop-Update. Das war das erste Haus, das wir bekommen haben. Habe ich hier hinten stehen. Für den Disneyland-Flavor. Ist Klassiker. Ist Klassiker, kann man machen. Kostet, glaube ich, auch 3750 Mondsteine. Ist schön. Genau, hier ist es. Gab es auch nochmal so eine Eisvariante, die geleuchtet hat und Feuer weg abschießen kann. Gibt es auch. Ja, schönes Gebäude. Kann man auf jeden Fall machen. Schöne Farben. Ja, finde ich ganz nett. Kann man auf jeden Fall kaufen. Genau, da hatten wir noch die fruchtige Schildkröte, kann ich euch gerne noch zeigen. Die ist auch sehr süß. Auch einer meiner Lieblingsbegleiter. Genau. Ja, die ist da unten. Die ist halt so aus Früchten gebaut, ne? Wie man halt eine Schildkröte kennt. Finde ich aber ganz niedlich. Ja, Papa, ich bin die süßeste Schildkröte von allen, aber bitte nicht essen, okay? Ich bin der Letzte meiner Art. Ja, der sieht eigentlich auch ganz cool. Das kann ich auch empfehlen. Ist auch ganz süß. Ja. Genau, was hatten wir noch? Ich gucke gleich mal noch mal nach Mickey, ob ich den finde. Ski-Outfit von Rot, genau. Das ist doch gar nicht so alt. Das kam, glaube ich, im Winter raus. Oder sogar im Januar. Das kam sogar erst im Januar. Genau, Filter. Rot. Ist aber auch ganz cool, finde ich. Genau, kann ich ja... Ne, das ist es nicht. Genau, so sieht es dann aus. Ist cool, aber mit diesem Tamagotchi und so weiter. Kann man gut für so Winter-Dream-Snaps mal benutzen. Mit den Skiern und so. Ne? Ist jetzt nicht romantisch oder prinzessinnenmäßig. Es ist eher funktionell sportlich. Aber es sieht cool aus. Ich finde es ganz geil. Ich weiß jetzt nicht, wie teuer es ist. Wahrscheinlich auch so 1200 oder so. Ich finde es mal was anderes. Ich mag es ganz gerne. Genau, und da hat man noch das Set Königliches Jackett. Königliches Jackett, da muss ich erstmal gucken. Wo ich das finde. Ich weiß gar nicht, nach was ich das filtern soll. Ich gucke mal nach Oberteilen. Oder Mantel, es könnte auch hier gewesen sein. Ist auch ganz cool, ist auch noch gar nicht so alt. Auch Dezember, Januar, glaube ich, ne? Genau. Das war das einmal. Königliches Jackett. War es eine Hose, glaube ich, noch. Ah, ne, es waren zwei Jacken einfach nur. Ah, lange Jacke und Gürteljacke. Genau, da gab es einmal die. So eine bisschen kürzere Jacke. Finde ich in Ordnung. Ja, sieht ein bisschen aus wie so ein Hotelpage in so einem asiatischen Hotel, finde ich so ein bisschen. So, und nochmal Mantel. Aber ist jetzt auch nicht ganz mein Geschmack. Den anderen finde ich auch noch besser mit diesem Schal drumherum. Der müsste eigentlich auch hier sein, oder? Genau, hier ist er ja. Ja, den finde ich noch ein bisschen geiler. Der sieht nochmal ein bisschen königlicher aus. Finde ich auch ganz cool. Ich weiß nicht, wie teuer es ist. Auch 800, 1200 Mondsteine. Ich kann es gerade leider nicht sehen. Und ich gucke nochmal, ob ich Mickey finde. Wo ist Mickey? Ich gucke nochmal hier auf der Karte. Ist er jetzt zu Hause vielleicht? Ist ja immer so eine Problematik. Das haben wir ja auch in dem Skin-Video gesehen oder im Traumstil-Video. Es ist leider alles verbuggt. Und da sind immer die Leute weg, die man auch gerade sucht. Hier ist er auch nicht. Wahrscheinlich liegt das an der Insel der Ewigkeit, dass die dann da alles spawnen und dann hier nicht sind. Ja, ich weiß auch nicht, wo Mickey ist. Also ich finde ihn gerade irgendwie nicht. Er ist auch nicht zu Hause. Absolut keine Ahnung. Guck doch mal bei Jeremy. Aber ja, ist ein cooler Skin. Der ist halt dann so silber-platin-mäßig angezogen. Ja. Aber okay, dann, ja genau, hier sitzt er auch. Ja, so sieht er dann aus. Mit so einer Fliege und so weiter. Gibt es auch ein Mini-Outfit von. Kommt wahrscheinlich dann auch nochmal irgendwann wieder. Aber sie bringen anscheinend die ganzen Sternpfade gemischt raus. Also es kommen nicht nur Sachen aus dem ersten Sternpfad, sondern jetzt auch einfach durcheinander. Vielleicht kommt ja irgendwann auch das Riesenrad und so weiter. Genau, das waren alle Sachen. Ja, ist halt... Ah ja, das habe ich auch gar nicht gezeigt. Das Neue, stimmt. Glatt vergessen. Da warten wir doch alle drauf. Stimmt, das Neue. Zum Glück habe ich mich noch dran erinnert. Finde ich aber cool, dass es auch ein Set ist. Können wir eigentlich hier alles hinstellen, genau. Möbel, alles. Herkules.
Gibt es den hier irgendwo? Genau, Herkul S. müsste das eigentlich sein. Ja, Statue von Phil, ne, den kennen wir ja, diesen Ziegentypen. Sieht cool aus. Das sieht geil aus. Und Marmorbank. Sieht auch cool aus. Gefällt mir sehr, sehr gut, die drei Sachen. Gefällt mir sehr, sehr gut. Die Statue sieht nett aus, finde ich. Ne? Jetzt hinsetzen kann man sie auch. Kann man coole Sachen rausbauen, glaube ich. Ja. Wenn sie mir jetzt vielleicht nochmal so ein Biom bringen, was so ein bisschen griechisch angehaucht ist. Und das sieht natürlich auch mega geil aus. Endlich mal so ein neuer Pavillon oder ein neuer Torbogen. Finde ich schön. Also das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Sieht sehr, sehr gut aus. Sieht sehr, sehr gut aus. Sehr schön. Ja. Und alles im Dreier-Set. Sehr cool. Schreibt ja gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Ich weiß es noch nicht. Wüste passt... Wo passt es hin? Wüste passt es nicht so richtig. Vielleicht an die Docks oder in den Dschungel? Oder hier irgendwo hin? Muss ich mal gucken. Gefällt mir aber sehr gut. Auch ein geiles Möbelset. Geiles Möbelset. Genauso wie letzte Woche das mit den Sushi-Sachen. Sehr geil. Genau, lasst gerne ein Abo und Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Vielen, vielen Dank und viel Spaß beim Shoppen. Gebt nicht so viele Mondsteine aus, außer ihr gewinnt viel bei Dream Snaps. Wie gesagt, als Privatperson würde ich immer aufpassen, was man sich kauft und wie viele Mondsteine man ausgibt. Ist natürlich eure Verantwortung. Ich mache das natürlich alles nur, um euch das zu zeigen. Aber ja, ne? Viel Spaß damit und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video oder Stream wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.